Moin Leute, ich bin jetzt im Roggen unterwegs. Weizen ist fertig, Raps auch. Weizen habe ich heute den Rest gemacht. Deswegen jetzt der Roggen. Ich habe den Dünger gewechselt, man sieht es vielleicht rein optisch ein bisschen. Und zwar habe ich jetzt ASS. Das heißt Ammoniumsulfatsalpeter statt den Schwefelsäuren Ammoniak. Der unterscheidet sich insofern, dass in dem hier weniger Schwefel, dafür mehr Stickstoff drin ist, als im SSA, Schwefelsäurenammoniak, den ich davor hatte. Das hat einfach den Grund, dass ich den jetzt nehme, dass ich zum einen die Düngestrategie im Roggen anders ist. Da habe ich natürlich auch weniger Gärreste reingefahren und werde nur eine Startgabe mit dem Dünger geben. Deswegen ein bisschen mehr Stickstoff am Anfang, dafür keine Schossgabe und weniger Schwefel, weil Roggen gar nicht so den Schwefel, einen starken Schwefelbedarf hat. Also Getreide generell hat nicht so einen starken Schwefelbedarf, ich dünge relativ viel Schwefel dafür. Zusätzlich ist der Dünger, obwohl mehr Stickstoff drin ist, auch günstiger. Nicht viel, aber so bei 100 Kilo irgendwie 5-6 Euro günstiger. Naja, jetzt bin ich auf unserem Roggenschlag im Gang, man sieht es vielleicht, solange wie ich gerade schon laber, fahre ich immer noch bergab, sage ich, die Spur runter. Es sind, glaube ich, unsere längsten Bahnen. Ungefähr, ja, lass mich lügen, 600-700 Meter. 700 Meter, glaube ich, eher. Die fahre ich auch mit dem GPS, man sieht, ich lenke nicht. Da habe ich mir jetzt mal wieder reingefuchst, das ist ja auch schon ein paar Tage her. Hat auch den Grund, dass hinten das mit den Fahrgassen wohl beim Brillefahren nicht ganz geklappt hat, was mich wundert. Aber ich glaube, die haben das nicht mitgeschnitten, dass ich so eine halbe Beregnungsbreite. Oh, jetzt wird es hier unten. Das ist eine Güllespur hier jetzt. Dass ich eine halbe Beregnungsbreite mal von der Feldkante an wegdrille, bevor ich dann an der anderen Seite das komplette Feld mache. Aber wie ich genau drille, das zeige ich euch dann, wenn ich in der Sommergerste bin. Jetzt komme ich hier in dieser Spur nicht raus. Das gibt es ja gar nicht. Das ist eine relativ blöde Spur. Hätte ich auf dem Feld gar nicht gedacht. Ja, und deswegen mache ich das mit dem RTK, um halt noch die Überlappung anzeigen zu lassen, beziehungsweise ob ich irgendwo was auslasse oder nicht. Da war ich nur wieder vor einem neuen Problem. Und zwar man kann das hier einstellen, ab wann er einzeichnen soll, wo man war. Das markiert er dann, warte, ich zeige euch das mal. Das malt er so grün, wo ich war. Und das habe ich extra eingestellt. Ich zeige euch das Setup. Und zwar hier Deckungsauslöser REHR. Das heißt R für ja, ich weiß nicht, ob das für rückwärts steht. Also man kann das einstellen. Ich habe eben nochmal schnell für euch gegoogelt. EHR heißt eigentlich elektronisch-hydraulische Hubwerksregelung. So, das Ding ist, das Hubwerk ist eigentlich die Dreipunktanhängung, die quasi die Maschine an und also anhebt oder absenkt. R steht, denke ich mal, für Reverse, also ist Englisch, kommt aus dem Englischen. Und die 2 ist halt fürs zweite Steuergerät eigentlich. Deswegen macht die Übersetzung, glaube ich, nicht ganz genau, also richtig Sinn, also macht es für mich zumindest nicht. Aber vielleicht hat es doch noch eine andere Bedeutung. Weiß bestimmt einer von euch technikaffinen Jungs oder Mädels da draußen. Ja, schreibt es in die Kommentare. Indem man F oder R sagt, F sind halt die vorderen beiden Steuergeräte, R das hintere oder eins von den hinteren. Und dass ich dann quasi, wenn ich den Hebel betätige, er dann malt, doof gesagt. So, jetzt ist das aber so, dass er immer gemalt hat, wenn ich zugemacht habe. Das heißt, ich musste die beiden wechseln noch. Also ich habe hinten die Schläuche, die in den Trecker reingehen, man sieht es da unten so ein bisschen, habe ich tauschen müssen. Damit er halt nicht, wenn er zumacht, zeichnet, sondern wenn er aufmacht, zeichnet. War so ein kleines Problem. Und ich muss sagen, es ist wirklich ätzend, da hinten reinzukrabbeln. Also wenn dann der angebaute Düngerstreuer und die angebaute Maisdrille sind wirklich am nervigsten, weil das Hinterrad und der Anbau relativ dicht beieinander ist. Wenn man die hinten über den rüber geklettert, ja, total nervig. Nur damit das halt geändert ist, naja. Und nochmal kurz ein kleines Problem, was ich hatte. Dadurch, dass ich die hier geändert habe, hat sich natürlich auch die Arbeitsweise geändert. Also ich habe davor, wenn ich den hier gezogen habe, ihn aufgemacht. Und jetzt ist es halt andersrum. Wenn ich ihn drücke, mache ich ihn auf. Ja, man muss sich dran gewöhnen, sage ich mal. Ne? Weil es jetzt halt eine andere
Arbeitsweise ist. Und ich mache mir dann immer so selbst kleine Eselsbrücken, wie ich mir das merke. Davor habe ich es gemacht, dass wenn man bremst, kippt man ja nach vorne und dementsprechend macht man den Hebel mit nach vorne. Und wenn man Gas gibt, fliegt man zurück und nimmt den Hebel mit. So, und jetzt, dadurch, dass es sich jetzt geändert hat, halte ich mir mal diesen einen Satz vor Augen, dass ich es jetzt andersrum mache, dass ich, wenn ich Gas gebe, sage ich volle Pulle nach vorne und wenn ich bremse, sage ich so brrrt und ziehe den halt. Das sind immer so diese kleinen Eselsbrücken, damit ich mich eben nicht verklicke. Also hat jeder seins, ne? Okay, ich glaube gar nicht, was passiert ist. Ich habe jetzt 40 Minuten gefilmt. Und zwar in Slow-Mo wollte ich filmen, für die ganzen Aufnahmen, die ihr gerade seht, so nebenbei. Ne? Und von diesen 40 Minuten war 39 Minuten mein Handy weg, ist runtergefallen. Oder habe ich erstmal suchen müssen eben. Ich dachte auch, das wäre mir beim Umdrehen, weil es da so ein bisschen uneben wird durch die Güllefahrspur, runtergefallen, aber es ist mir gleich am Anfang runtergefallen. Ja, mit Herz dabei, ne? Was mein Handy schon mal durchmachen musste. Ich habe damals, als ich noch nicht YouTube gemacht habe, ist mir mein Handy beim Robern mal runtergefallen. Da hatte ich am Kotflügel die Handyhalterung. Da habe ich das Ding einfach eingearbeitet. ich glaube im August habe ich es bekommen. Ne? Naja, wollte ich euch nur nochmal gesagt haben, dass ich hier für euch alles gebe. Deswegen jetzt schon mal ein Like und Kommentar da lassen für den Algorithmus. So unterstützt ihr mich. Und mein Handy. Moin, heute ist Dienstag. Der 21. ist schon. Und ich bin jetzt auf unserem kleinsten Schlag. Und ich wollte euch einfach mal mitnehmen. Ich auf unserem kleinsten Schlag Düngerstreue. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon sagen soll, wie groß der ist. Oder ob ihr einfach mal raten sollt. Weil das ist halt relativ schnell gemacht. Ich weiß gar nicht, vielleicht wissen das sogar schon ein paar von euch. Das ist jetzt auch der letzte Düngerstreuer, den ich streue. Ich habe gestern noch gut was geschafft. Dann ist die Startgabe soweit durch. Im Getreide und Raps. Dann kann ich nämlich, also heute muss ich nochmal Mist fahren. Aber dann kann ich mir sonst die Drehmaschine anbauen. Und dann anfangen mit Gerste drehen. Dass sie auch im Boden kommt. Und wenn die Gerste drin ist, dann werde ich wahrscheinlich nochmal Dünger streuen müssen. Nochmal Mist fahren müssen, so. Und dann kann ich wieder den Düngerstreuer anbauen. Und dann muss ich auch noch den Rest Kali streuen. Kali werde ich im Weizen nicht streuen, weil der nach Raps kam und der Raps ordentlich Kali gesehen hat und Raps sowieso einen guten Vorfruchtwert hat. Vorfruchtwert ist quasi der Wert oder der Düngewert, den die vorherige Kultur mit ins neue Jahr bringt, also zu den jetzt wachsenden Kulturen mitbringt. Irgendwie kriege ich es nicht hin. Es ist vielleicht auch noch zu früh, aber ich glaube, ich hoffe, ich habe es verständlich gemacht. Das ist halt so ein Düngewert. So sprich, ganz blödes Beispiel, Zuckerrübe bringt auch viel Kali mit, Raps bringt viel Kali mit zum neuen Jahr. Also nach der Ernte lassen die beiden Kulturen viel Kali im Boden, wovon dann die Folgefrucht profitieren kann. Das nennt man Vorfruchtwert. Und das war der kleinste Schlag, den wir haben. So, ich habe gerade noch mal schnell, man sieht es vielleicht im Hintergrund, den Düngerstreuer sauber gemacht. Einfach nur, um den restlichen Dünger einmal sauber zu kriegen. Man sieht es vielleicht da hinten in den Ecken. Da, wo man nicht ordentlich sauber macht und der Düngerstreuer dann eventuell ein bisschen länger steht, fängt es direkt an zu gammeln, weil Dünger frisst. Also es zieht Feuchtigkeit und frisst dann halt ganz gut den Rahmen kaputt. Deswegen, also ich streue bald wieder und das dauert ja nicht mehr lange. Vielleicht Ende der Woche, Anfang nächster Woche geht es weiter, aber nur, dass ich, wenn ich ihn abbaue, eher einmal grob sauber ist. Deswegen, und weil mein alter Beiwagen hat man von außen dann auch nochmal gleich gemacht. Ich mache jetzt schnell wieder sauber. Ich bin ein bisschen unter Zeitdruck, deswegen habe ich den Tacker nicht gemacht. Der sieht immer noch aus wie Scheiße. Aber ich fahre gleich Mist und ich muss noch die Anhänger zusammenhängen und eigentlich auch am besten noch zwei Touren heute machen. Deswegen wird das alles ein bisschen knapp und lohnt wahrscheinlich gar nicht, den sauber zu machen. Ja, erstmal Stand der Dinge. Ich zeige euch gleich auch mal auf dem Hof, warum das, also wie krass Dünger Wasser zieht. Das sieht man nämlich ganz gut da, wo ein bisschen Dünger liegen geblieben ist. So,
Ich hänge jetzt schnell die Anhänger zusammen, damit ich zum Mist fahren kann. Ist halt blöd, dass ich jetzt ja das wöchentlich dieses Mistfahren ist. Das heißt nämlich, dass ich dann auch erstmal wieder den Anhänger sauber machen kann, wenn ich fertig bin, um den neuen Dünger zu holen. Wenn ich dann am Kali streuen bin. Aber mir ist gerade etwas aufgefallen, das zeige ich euch gleich. Das sprengt natürlich wieder alle Rahmen. Ne? Nicht wundern, die Dichtung ist hier im relativ gut im Eimer. Bis an- und abhängen. Da wird es jetzt einfach permanent weiter durch. Aua, oh, durchzischen. Man sieht, ich weiß gar nicht, ob man das. Sieht man das so ein bisschen auf der Kamera? Ist das alles so. Ja, da wurde gespart. Ah, gut. Das Hochbiegen hat es nochmal gebracht. Dadurch, dass es jetzt jeden Tag immer so ein bisschen regnet, was unfassbar gut für einen Mineraldünger ist, damit er sich auflöst, konnte ich euch nicht zeigen, was ich euch zeigen wollte, aber ich mache das anhand eines anderen Beispiels. Und zwar habe ich ja gesagt, dass Dünger frisst. Und jetzt bin ich ja mit den Wagen immer nur am Mist fahren. Und dadurch, dass beim Laden auch mal so ein bisschen was runterfällt und auf der Deichs und sowas, habe ich hier auch immer Mist drauf. Und jetzt guckt euch mal die beiden Schrauben an. Die Schraube hier, das ist jetzt nicht vom Dünger, das ist vom Mist, vom Pferdemist. Wo hier Mist lag, hat das Ammoniak das richtig hier zum Rosten gebracht und hier oben nicht. Ist das nicht krass? Was das für ein Unterschied ist, beidseitig? Jetzt ist hier noch ein bisschen Restdünger, aber das ist nicht schlimm. Wie gesagt, der wird ja eh bald wieder gewaschen, aber nur mal so, warum man auf jeden Fall Maschine mal waschen sollte danach. Genau, die Anhänger sind aber imprägniert, also die haben so einen besondere Beschichtung drauf. Das heißt, es ist nicht schlimm, wenn da Dünger mitgefahren wird oder Mist mitgefahren wird, weil die gammeln halt nicht so. Deswegen ist das Blech hier auch nicht vergammelt, da wo immer Mist lag. Aber halt die Schrauben, die sind halt nicht so imprägniert. Das ist nochmal der Unterschied. Und jetzt zeige ich euch mal was. Ich habe euch ja gesagt, dass ich Bein geholt habe. Und ich meine, ihr wart dabei beim Abladen. So, das hier zum Beispiel, das ist vom Abladen. Das hier nicht. Jetzt kann man meinen, okay, könnten Vögel gewesen sein, aber an der Seite pinken ist ja schon relativ, ne? Aber jetzt guckt euch mal den Scheiß hier an. Guckt euch das mal an. Das ist geschnitten. Seht ihr das? Alle einfach gestochen. Geschnitten. Hier irgendwas reingeritzt. Was soll der Scheiß? Seid mal ehrlich, schreibt es mal wirklich in die Kommentare. Also jetzt mal ohne Scheiß. Ich weiß, dass ihr, dass viele gar nicht so Bock haben auf Kommentare schreiben. Aber wenn man sowas live sieht, nehmen wir mal an, ich hole die Anhänger ab, komme hier hin und sehe welche, die hier mit dem Messer rumhantieren oder allgemein an den Beinen sind. Wie soll ich reagieren? Ich meine, ich bin Boxer, was soll ich machen? Ohne in den Knast zu kommen. So. Und das Ding ist, das ist nicht das erste Mal, dass wir genau hier solche Probleme hatten. Da haben wir auch, wir haben immer hier irgendwo an Feldrändern Silobeinen liegen gehabt. Und das eine Mal stand da irgendwie mit Graffiti was raufgeschmiert. Ist aber halb so schlimm, weil es nur Graffiti ist. Aber das, was soll das? Nehmen wir mal an, es ist jetzt, ich sag mal, Juli, erster Schnitt gerade eingefahren und dann wird sowas im Gärprozess gemacht. Ich meine, die nehmen wir jetzt weg, gut ist. Aber was soll das denn? Ja, Vogel regt sich auch schon auf. Erinnert ihr euch? Was heißt erinnert ihr euch? Es ist ja vor 2 Minuten passiert bei euch. Ich habe meine Handschuhe ausgezogen, nachdem ich die Anhänger zusammengehängt habe und auf die Deichsel gelegt. Und ratet mal, welcher Landwirt vergessen hat, die Handschuhe mitzunehmen. Junge, was soll denn das? Naja, ich bin jetzt am Mistfahren. Ich habe noch ein zweites Paar Handschuhe immer dabei.
was heißt immer dabei, aber wenn ich gut ausgerüstet bin, dann bin ich wirklich gut ausgerüstet. Oder ich vergesse halt alles, naja. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein, wollte ich jetzt noch mal anmerken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde jetzt entspannt missfahren, wie gesagt, 2 Touren. Dementsprechend soll es das gewesen sein. Mal wieder ein kürzeres, was heißt kürzeres? Auch mal wieder ein entspannteres Video. Macht's gut, haut rein, ciao, ciao. Ich hoffe, euch hat es gefallen.